Willkommen zu einem ganz anderen Video, denn heute werden Rekorde gebrochen. Heute werden wir Speed-Openings machen, um genau zu sein, wer kann am meisten Booster in 60 Sekunden öffnen. Das Ganze hat Milano gemacht und er hat 15 Booster geschafft. Und ich denke mal, das kann man knacken. Von daher lassen wir das Ganze mal testen. Doch ich werde das nicht alleine machen, denn ich habe ein paar Gäste eingeladen, die ebenfalls diese Challenge machen werden. Und mal gucken, was wir dann so erreichen, beziehungsweise was der Rekord sein wird. So, ich habe mir den ersten Mal geschnappt. CK Phoenix. Ne? Yes. Denkst du, du schaffst es, in 60 Sekunden mehr als 15 Booster zu öffnen? Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, aber wir werden es gleich herausfinden. Genau, deswegen würde ich sagen, ab zum Opening. Bevor wir den ersten hier ins Rennen schicken, erkläre ich mal kurz die Regeln, weil ohne Regeln würde das Ganze nicht funktionieren. Wir haben hier einen Haufen Booster, wie man hier sieht. Und es geht natürlich darum, so viele wie möglich zu öffnen. Doch was sind die Regeln? Die Regeln sind folgende. Du musst das Pack öffnen und die Holo, also die Super Rare in diesem Fall, rauslegen und hier auf den Tisch legen. Dann kannst du alle Karten weglegen und die nächste. Heißt, aufreißen, suchen nach der Super Rare, beziehungsweise Secret Rare oder Ultra Rare, sie hinlegen, nächstes Pack nehmen. Weiter, nächstes Pack. Ganz einfach, ganz schnell. Und ich fange mal nicht an, ich überlasse es lieber CK. Also, viel Spaß bei einem schnellen Opening. So, bist du ready? Ich glaube nicht. Okay, du darfst schon eins in der Hand nehmen, aber nur in die Hand nehmen. Und wenn ich sage, es geht los, dann hast du 60 Sekunden Zeit, so viele Booster wie möglich zu öffnen, okay? Okay. Und es geht los. Da wird das erst geöffnet. Wie gesagt, die Holo muss rausgelegt werden. Oh, Dogmatica. Weiter, weiter, weiter. Ist egal, wo der Müll hingeht. Weg, 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 let's go. 13 Sekunden. Oi, 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 oi. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Danke schon. Ganz nett. Wie soll das denn so schnell gehen? Das funktioniert doch gar nicht. Oh, Wanderbrise, Ultra Rare, nice. Hey, ja, es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Okay. So. 40 Sekunden sind um. Fühlst du dich ein bisschen unter Druck gesetzt? Ich muss noch mal in die Duel Monsters Pack Opening Schule. Da glaube ich auch. Secret Rare. 10 Sekunden noch. Los, 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 los. 5, 4, 3, 2, 1, das seht nicht mehr. Und Ende. So, wie viele sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Packs. Bist du zufrieden? Keine Ahnung. Wir sehen, ob's gut ist, denn wir kommen gleich zu den anderen. Das heißt, ab zum nächsten Kandidaten, der auch sein Glück versucht. Direkt geht es weiter mit den nächsten Kandidaten, um genau zu sein, mit Cardjournalist. Yes, ich hab Bock. Ja? Auf jeden Fall. Booster öffnen, Mann. Das geht Besseres. Genau. Ja, wir haben ja gesehen, CK Phoenix hat das Ganze schon gemacht. 8 Booster, schaffst du das zu knacken? In einer Minute? Ja, klar. Tja. Das glaube ich schon, ja. Na gut, aber Ansage. Das Ding ist, manche Booster gehen auch leichter auf, manche schwerer, so deswegen... Und man muss auch nochmal dazu anmerken, wir hatten ja zu Beginn gesagt, Milano hat 15 geöffnet. Man muss dazu erwähnen, er hatte auch Booster mit 5 Karten drin. Ist eine ganz andere Mechanik, die aufzumachen. Wir haben hier alles einheitliche Booster. Heißt, jeder hat 9 Karten, damit es fair bleibt. Ja. Weil wäre unfair, wenn jetzt der eine andere Booster öffnet als der andere. Also 15 schaue ich bestimmt nicht, aber 8 versuche ich auf jeden Fall, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Opening. Let's go. Okay, dann würde ich sagen, nimm einen Booster in die Hand. Und wenn ich los sage, geht es los. Mhm. Auf die Plätze, fertig, los. Scheiße. Kein guter Start, kein guter Start. Weiter geht's. Erster Booster. Komm. Schnell, 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 schnell. Zweites Booster. Oh, nett. Drittes. 20 Sekunden schon. Muss ich zurücklegen. Genau, alles weg. Ist egal wie. Weiter, weiter, weiter. Viertes. Das fünfte. Oh, Secret Rare. Noch. Alles gut, alles im Rahmen. Du musst nur die Holo rausziehen. Jetzt habe ich das Leben verloren. Weiter, weiter, go, 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 go. Tief, 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 tief. Noch 10 Sekunden gleich. Komm, eins hast du auf jeden Fall nach. Safe. Schnell. Schnell, 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 noch eins. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh! Stress. Wie viele waren das? Keine Ahnung. Wir zählen nochmal. Zählen nochmal durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Booster! Also nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, aber ich habe gestruggelt. Also safe gehen so 13 oder so 14 auf jeden Fall. Bist du denn zufrieden? Also
Also einen hätte ich, glaube ich, noch gerne geschafft, so, aber ja, ist gut. Kaum. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Kandidaten, der auch sein Glück versucht. Wir haben uns jetzt den dritten Kandidaten geholt, Rainybrain. Hallo. Ja, auch du kriegst die Challenge, so viele Booster wie möglich in 60 Sekunden zu öffnen. Fühlst du dich confident? Eigentlich meine normale Opening-Technik ist nicht so schnell. Die ist eher dafür da, dass die Karten gut rauskommen. Aber das kann ich über den Haufen werfen, die auch eine schnelle Technik drauf. Also mal gucken. Okay, es gilt, 11 Booster zu schlagen. Vielleicht schaffst du es, vielleicht nicht. Ich würde sagen, wir gehen zum Opening. Legen wir los. Wo du die Booster jetzt hier so siehst, denkst du, schaffst es? Ich denke schon. Okay, dann darfst du schon mal eins in die Hand nehmen. Okay, darf ich schon irgendwie vorbereiten oder? Ja, da kannst du. Ja, lass los. Okay. Wenn ich los sage, geht's los. Ja. Und los. So, Nummer eins. Gut. Gute Technik. Oh Gott. Ja, schwierig. Ultra rare. Ah, Tempo ist gut. Oh, Tempo ist sehr gut. Ultras ohne Ende. Hälfte der Zeit. Weiter. Egal, weiter. Geht nur um Booster. Oh mein Gott, das ist super gut. Oh mein Gott! Egal, weiter. So rare. Let's go. Noch 10 Sekunden gleich. Weiter. Komm, ich hab's noch schnell, schneller. 5. 4, 3, 2, 1, 0. Ah, da ist die Super Ready draußen. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, hier ist noch eine. Fast. 13 ist mein Lieblingszahl. Perfekt. Wir haben einen neuen Rekord und wir gucken, ob der noch mitknackt. Ja gut, da haben wir jetzt einen neuen Rekord, um genau zu sein, 13 Booster. Und selbstverständlich werde ich mich auch der Challenge widmen, denn ich werde jetzt auch versuchen, so viele Booster wie möglich zu öffnen. Und vielleicht schaffe ich 13 mehr oder auch nicht. Ich muss sagen, die Technik war ziemlich gut von ihm. Und mal gucken, ob ich die 13 auch schaffe. Ich sitze jetzt hier auf dem heißen Stuhl, nehme meinen Booster in die Hand und ich würde sagen, lass dich Timer starten. Ja, ja. Oh mein Gott, Secret. Sieht aber auch gut aus. Oh, Ultra. 18 Sekunden. Ah, nicht so Druck. Ja, unglaublich hier. So, die Hälfte der Seite ist vorbei, aber es sind schon 6 Karten. Das ist zu wenig, da muss mehr. Aber ist schon solide. 10 Sekunden. Das ist eine schöne Karte. Schöne Karte, das zählt eigentlich. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Das hätte es sein können. Das wäre die 13 gewesen. Aber was soll man machen? Ja, was soll ich sagen? Ich kann nicht wie Yugi immer King of Games sein. Leider hat es nicht gereicht, den Rekord zu knacken. Das ist der Rekordhalter. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und man sieht auf jeden Fall, es ist ein Unterschied, was für Booster man hat. Wie gesagt, Milano hatte halt auch unterschiedliche Booster mit unterschiedlichen Größen. Bin jetzt Einheitsgrößen. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere YouTuber da draußen ja motiviert, vielleicht den Rekord zu knacken. Wäre interessant. Macht die Challenge aber mal mit. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.